Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und eher weniger Herren, und willkommen zur nächsten Episode von Let's Play Sweet Amoris. Mittlerweile bei Episode 26 angekommen. Wir nähern uns dem Finale. Na okay, Finale jetzt nicht unbedingt, aber zumindest den aktuelleren Folgen. Ich bin etwas stolz, dass ich langsam mal daran komme. In den letzten Tagen dürfte Episode 33 rausgekommen sein. Wir haben heute den 18.12. Gestern kam der neue Trailer raus. Vorgestern kam der neue Trailer raus. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass Episode 33 mittlerweile auch schon am Start ist. Woo! Und ich bin bei 26. Also 8 to go. Und jetzt möchte ich auch nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern wir fangen gleich an mit dem Picknick. Ich erwarte große Emotionen, ich erwarte große Romantik und selbstverständlich auch ungestörte Stunden mit unserem Liebsten. Aber wir haben beim letzten Mal abgeschlossen, vor 2 Tagen, mit einer Neuigkeit, die Peggy uns unbedingt erzählen wollte. Wir wissen allerdings leider noch nicht, um was für eine Neuigkeit es sich handelt. Deswegen steigen wir jetzt ein mit: Was ist Peggys Neuigkeit? Sie könnte deinen Alltag bald auf den Kopf stellen. Komm auf andere Gedanken und organisiere ein Picknick im Park. Schaffst du es, die Person deiner Wahl einzuladen? In Episode 26 kannst du deine Schulkameraden noch besser kennenlernen. Aber will ich die überhaupt näher kennenlernen? Wir wissen es nicht. Start! Die Neuigkeit wurde verkündet. Peggy hat es in der Schülerzeitung angekündigt. Eine neue Schülerin kommt bald auf die Schule. Oh Gott, ich erahne etwas. Ich erahne Eifersuchtsattacken, großes Drama und ja. Wer weiß, vielleicht ist es ja so eine zweite Amber. Who knows? Es kann lustig werden. Komischerweise hat mich diese Nachricht ein bisschen durcheinander gebracht. Ich weiß, das ist idiotisch, aber ich habe mich eigentlich schon daran gewöhnt, als die Neue angesehen zu werden. Ach so, du denkst dann, du bist nichts Besonderes mehr. Och, Baby. Aber klar, es ist blöd, sowas zu denken. Außerdem wäre es schön, ein neues Gesicht an der Schule zu sehen. Dann fragen wir doch gleich mal die anderen Schüler, was sie davon halten. Eine neue? Ja, das gibt jetzt natürlich ordentlich Raum für Spekulation, aber sehen wir doch mal. Hey, hast du die Schülerzeitung gelesen? Nein, aber man hat mir von Peggys Neuigkeit berichtet. Also bist du auf dem Laufenden. Und, was denkst du darüber? Was möchtest du denn, was ich denke? Eine neue Schülerin kommt an die Schule. Es ist doch nichts Besonderes. Nun ja, ich weiß nicht. Manche Sachen werden sich doch ändern. Ja, da hast du recht. Hast du auch dasselbe gesagt, als ich angekommen bin? Oh, ich weiß nicht. Eigentlich hat er recht. Ich meine, es ist ja eigentlich nur eine neue Schülerin. Mein Gott, wir sind dann halt nicht mehr die neue. Ich weiß auch gerade gar nicht, was daran so schlimm sein soll. Du siehst nicht wirklich sehr überzeugt aus. Ich denke, dass das alles von der Persönlichkeit dieser neuen Schülerin abhängt. Und auch das ist wahr. Ich bin gespannt darauf, die neue Schülerin zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass ich mich traue, sie anzusprechen. Oh Gott, Viola! Du musst sie ja auch nicht ganz alleine treffen. Wenn du möchtest, machen wir das gemeinsam. Viola, du musst wirklich mal so langsam deine Schüchternheit überwinden. Ich habe gar keine Lust, sie zu sehen. Wir kommen ja auf der Schule auch ganz gut ohne sie aus. Das kannst du doch nicht sagen, ohne sie zu kennen. Vielleicht ist sie auch ganz nett. Du musst es nicht alleine machen. Ich werde dabei sein. Ja, warum denn nicht? Schön. Was machst du ihr? Bevor ich überhaupt einen klaren Gedanken fassen konnte, merkte ich, wie eine Gruppe von Schülern an uns vorbeilief. Ihr da drüben! Kommt sofort zurück! Sie ging los, um sich darum zu kümmern. Ich glaube, ich hatte Glück gehabt. Oh, Miss Delaney. Nette Frau, aber ich glaube, ich habe gerade den Akzent nicht richtig getroffen. Ich übe mich. Ich bereue es wirklich nicht, an diese Schule gekommen zu sein. Es gibt immer wieder etwas, womit wir uns ablenken können.
Das stimmt, dass wir uns nicht langweilen. Naja, immer was Neues. Bläm! Aua! Ich bin wirklich mit meinen Gedanken woanders, sodass ich sogar mit jemandem zusammengestoßen bin. Hoppla, sachte. Alles gut? Ja, entschuldige. Ich habe nicht geguckt, wo ich hingehe. Du siehst durcheinander aus. Es ist nur, weil ich von der Ankunft einer neuen Schülerin erfahren habe. Es ist schon irgendwie merkwürdig. Und sofort läufst du mich über den Haufen. Nein, geht schon. Alles in Ordnung. Ich nehme mal B. Machst du Witze oder was? Du hast dich doch Hals über Kopf in meine Arme geworfen. Oh ja, das wird's gewesen sein. Wenn es dir Spaß macht, das zu glauben. Süß. Ach übrigens, wo ich gerade oben lese, dass ich eine ungelesene Nachricht habe. Ich weiß jetzt nicht, ob schon ein paar Leute das mitbekommen haben, aber ich wurde von den Moderatoren leider gesperrt. Ich kann weder ins Forum, noch kann ich meine E-Mails lesen. Ich kann meine E-Mails lesen, aber die PN-Funktion ist bei mir leider außer Kraft gesetzt worden. Das heißt, ich kann euch nicht antworten. Wenn ihr mich anschreibt, dann sehe ich das natürlich. Ich kann es, wie gesagt, auch lesen, aber ich bin bis Anfang Februar gesperrt. Ich kann erst ab dem 9.2. wieder antworten. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand jetzt denkt, ich würde ihn oder sie ignorieren. Keine Ahnung, ich will es nicht. Aber mir bleibt leider nichts anderes übrig. Der Grund dafür ist eine Fanfiction, die ich geschrieben habe und die wohl massiv gegen die Forumregeln verstoßen hat, sodass mir die Moderation einfach mal 2 Monate Pause gewährt hat, um darüber nachzudenken, was ich getan habe. Und mein Fazit daraus ist eigentlich, dass ich persönlich alleine keine Fanfiction mehr schreiben werde. Weil ich mich doch ein bisschen eingeschränkt fühle in meinem Schreibfluss. Also ich kann halt leider nicht das schreiben, was ich gerne schreiben möchte. Das finde ich sehr bedauerlich. Aber dafür gibt es dann eben andere Plattformen, wo ich das verwirklichen muss. Die Partner-Fanfiction mit Blue Moony wird weitergeführt werden. Ich möchte sie ungern jetzt im Stich lassen. Außerdem bin ich damals für Muki eingesprungen. Und ich will nicht, dass Moony sich jetzt schon wieder einen neuen Partner aussuchen muss oder vielmehr generell suchen muss. Und dass die Leser dann noch mehr warten müssen, beziehungsweise dass sich die Leser dann an einen vierten Schreibstil irgendwo gewöhnen müssen. Und das möchte ich nicht. Für die Leute, die Two Shades of Amores lesen, das Ganze wird von Moony weitergeführt. Ich werde ihr meine Kapitel zusenden, wenn ich sie geschrieben habe, damit es eben weitergeht. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, Privatnachrichten momentan nur noch über Eldaria, weil ich sie über Sweet Amores nicht beantworten kann. Ich bin nämlich heute auch schon wieder angeschrieben worden, leider. Aber okay, ihr seid informiert, back to topic, back to Sweet Amores. Es kommt gar nicht in Frage, dass ich die Launen dieser arroganten Tussi ertragen werde. Von wem spricht sie denn? Von der neuen Schülerin. Wer soll das denn sonst sein? Ich habe das Gefühl, dass Charlotte sich sogar noch mehr Gedanken macht als ich. Also, ich habe wirklich andere Sachen zu tun, als hier mit dir zu diskutieren. Warte mal, mit mir? Hat sie mit mir diskutiert? Heute scheinen alle irgendwie durcheinander zu sein. Es ist sicher wegen der Neuigkeit in der Schülerzeitung. Ich habe es nicht gelesen. Peggy hat die Ankunft einer neuen Schülerin auf dem Gymnasium angekündigt. Ah, jetzt verstehe ich. Es ist normal, dass alle neugierig geworden sind. Ich gebe zu, dass ich auch neugierig bin. Ich stelle mir viele Fragen. Es ist ein bisschen lächerlich. Ha. Sie sollten lieber abwarten, bis sie da ist, anstatt hinter ihrem Rücken über sie zu reden. Ich hoffe, es kommt keine Hexe auf einem Besen. Da nehme ich B. Ich meine, wir kennen sie alle noch nicht. Wir haben keine Ahnung, was es für eine Person ist. Und vielleicht ist sie ja ganz nett. Wir können ja schlecht über jemanden urteilen, den wir doch gar nicht kennengelernt haben. Also, Geht's dir gut? Du siehst irgendwie so angespannt aus. Oh nein, ich, Möchtest du darüber reden? Lysenna ist zu einfühlsam.
Ich sollte ihm einfach sagen, was los ist. Du wirst mich für eine Idiotin halten, aber es ist so, als hätte ich Angst, dass die Neue mir irgendwie meinen Platz wegnimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir ganz folgen kann. Nun weißt du, ich bin diejenige, die als letztes auf der Suite Amoris aufgenommen worden ist. Deine Sorgen sind völlig unbegründet. Es ist schon etwas länger her, dass du an der Schule angekommen bist. Du hast Freunde und es wäre lächerlich zu glauben, dass du sie verlieren würdest aufgrund einer Person, die keiner kennt. Ich weiß, dass es lächerlich ist. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Diejenigen, denen du was bedeutest, werden dich nicht einfach so fallen lassen. Ich verstehe was davon. Ach ja? Es ist offensichtlich. Oh, du wirst uns nicht fallen lassen. Ich spüre das. Zumindest hoffe ich das. Und wenn nicht, gibt's Pubak. Ich glaub's nicht. Hast du gesehen, was Peggy gemacht hat? Ja. Wir haben so schwer an diesem Artikel gearbeitet. Und was hat sie daraus gemacht? Sie tritt ihn einfach so in die Tonne. Nicht mehr und nicht weniger. Beruhig dich. Sie hat ihn vielleicht nicht wirklich weggeschmissen. Und was dann? Hat sie ihn vielleicht übers Bett gehängt? Sicherlich nicht. 5 Leute haben sich zusammengetan, um ihr zu helfen. Und das ist der Dank dafür. Das ist sicherlich frustrierend, aber ich denke, sie weiß, was sie tut. Vielleicht war unser Artikel ja einfach nur schlecht. Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich noch nichts von der Neuigkeit des Tages gehört. Auf jeden Fall hat es die Neuigkeit des Tages verdient, dass man über sie spricht. Was hältst du von Peggys Neuigkeit? Und du? Was sagst du dazu? Ich... nichts Besonderes. Hast du keine Angst, dass die Neue deinen Platz wegschnappt? Was? Hat er jetzt gerade meine Gedanken gelesen oder was? Stell dir mal vor, es ist ein richtig cooles Mädel, kontaktfreudig und mit einer beunruhigenden Tendenz zu im Flur rumhängen. Du wärst schon sehr genervt. Und wenn es eine Streberin ist, die Frettchen züchtet und die Sonne meidet wie die Pest? Ich wünsche, sie wäre unfreundlich übergewichtig und hätte Akne. Nein, wir nehmen mal das Erste. Ich werde sie vielleicht bitten, mich zu heiraten. Süß. Mach doch nicht so ein Gesicht. Ich mach nur Spaß. Ich würde mich freuen, wenn Armin eine Freundin hätte. Also wirklich. Oder aber, ja, ganz kurz. Meine Idee von der letzten Episode, dass sie jetzt vielleicht auch ein Mädel einführen, die vielleicht auch zu daten ist. Probably. Wäre zumindest mal was Neues. Valkyria, hast du die Neuigkeit gelesen? Es ist ja auch schwer, nichts davon mitzukriegen. Jeder spricht davon und es wird langsam lästig. Ja. Ich habe Peggys Artikel nicht wirklich gelesen, aber ich weiß, worum es geht. Ja. Es scheint dich wohl nicht sehr zu freuen. Sagen wir mal so, ich warte erstmal ab, wie diese neue Schülerin so sein wird. Aber warum machst du denn so ein Gesicht? Also eigentlich glaube ich, dass es mich nerven wird, nicht mehr die Neue zu sein. Du kannst mich doof nennen, wenn du willst. Nein, irgendwo verstehe ich dich schon. Aber mach dir mal keine Gedanken. Letztendlich wird es kaum was ändern, glaub mir. Du hast sicher recht. Mein Gott, dass die sich hier so wahnsinnig macht. Also das ist so... Du wirst schon nicht verdrängt werden, Mäuschen. Amber fragen, was sie von Peggys Neuigkeit hält. Nee. Also, was hältst du davon? Wie bitte? Wie geil ist das denn? Hey, wach mal auf. Was wird denn deiner Meinung nach heute so passieren? Ja, da ist Peggys Neuigkeit. Es überrascht mich, dass meine Meinung dich interessiert. Das muss ja doch ganz schön doof sein, sich seinen Platz einfach so von einem Mädchen stehlen zu lassen. Was heißt hier von so einem Mädchen? Kennst du sie etwa? Nein, aber ich habe den Artikel bis zum Ende gelesen, was man ja wohl offensichtlich nicht von dir behaupten kann. Es stimmt, dass ich mich eher auf die wesentlichen Informationen konzentriert habe. Auf alle Fälle, zähl nicht auf mich, wenn du mehr erfahren willst. Ich habe noch andere Sachen zu tun.
Ich bitte dich ja auch nicht unbedingt darum. Sie geht mit einem spöttischen Grinsen. Gut. Ich habe wohl die wichtigsten Infos verpasst. Es wird wohl mal an der Zeit, dass ich ein Auge in eine Ausgabe der Schülerzeitung werfe. Wer könnte mir ein Exemplar geben? Halt, Iris! Du könntest mir nicht rein zufällig eine Ausgabe der Schülerzeitung leihen? Ich hatte bis jetzt noch keine Zeit, sie zu lesen. Ah nein, tut mir leid. Ich habe sie Rosalia gegeben. Ah, okay. Kannst du dich erinnern, was Peggy über die neue Schülerin geschrieben hat? Man hat mir gesagt, dass sich das Lesen lohnt. Also gut, ich weiß, dass sie Pia heißt und schon viel gereist ist. Peggy hat herausgefunden, dass ihr Vater ein Geschäftsmann ist und oft wegen seiner Arbeit umziehen muss. Ich hoffe, sie wird sich hier nicht allzu sehr langweilen. Machst du Witze? Es passieren im Moment so viele Dinge auf der Schule. Ich hoffe vor allem, dass sie nett ist. Ach, es gibt doch gar keinen Grund, weshalb sie nicht nett sein sollte. Dank Iris konnte ich einiges mehr erfahren. Aber ich werde trotzdem mal sehen, ob ich nicht doch noch eine Schülerzeitung auftreiben kann. Alles klar. Pia. Ihr Vater hat wahrscheinlich ordentlich Geld. Und da ist Rosa, die ja wahrscheinlich die Ausgabe der Schülerzeitung hat. Hey, Zufälle. Ah, Rosalia, ich habe dich schon gesucht. Du willst die Schülerzeitung lesen? Du kennst mich gut. Wir müssten gemeinsam lesen, da ich bis jetzt noch keine Gelegenheit hatte, einen Blick drauf zu werfen. Wir fingen an zu lesen. Iris hatte recht, was das Ganze anging. Diese Pia ist bereits viel gereist. Sogar in den exotischsten Ländern ist sie gewesen. Peggy hat es sogar geschafft, herauszufinden, wann sie an der Suite Amoris ankommen wird. Sie wird in einer Woche ankommen. Sieht so aus. Schade, dass es kein Foto gibt. Ich würde gerne wissen, wie sie aussieht. Ja, ich auch. Zumindest müssen wir nicht lange darauf warten. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie viel netter sein wird als unsere neue Chemielehrerin. Das sollte ja nicht so schwer sein. Ich muss das Ganze mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Wenn ich gleich mit einer negativen Einstellung beginne, bleibt mir nicht besonders viel Spielraum, um mich mit der neuen Schülerin anzufreunden. Ich muss mich auf andere Gedanken bringen, während ich auf ihre Ankunft warte. Ich würde gerne etwas Originelles organisieren, aber was? Wie geht's, Valkyria? Du bist auf einmal so nachdenklich. Oh, ja, Entschuldigung, es geht. Ich war nur in Gedanken. Ich erinnere mich, dass Iris das letzte Mal von einem Picknick gesprochen hat. Es wäre schön, alle einzuladen, aber das, was mir viel mehr gefallen würde, wäre ein bisschen Zeit mit Nathaniel, Castiel, Lysander, Armin, Kenton zu verbringen. Ich weiß, es ist so klar, aber ich habe mich halt für die Lysander-Route entschieden und deswegen werde ich das natürlich auch durchziehen. Darf ich erfahren, worüber du nachdenkst? Oh, nichts weiter. Ich habe mir einfach nur ein paar Fragen über unsere zukünftige Klassenkameradin gestellt. Ah, ich verstehe. Am Ende des Tages habe ich mich dazu entschlossen, über diese Frage auf dem Nachhauseweg nachzudenken. Ja, dann denk doch mal. Da ist jemand vor mir. Nina? Och nee. Nein! Bleib hier! Was? Ich muss dich etwas fragen. Du musst stehen bleiben und mir zuhören. Einverstanden? Okay. Träum ich oder stellt sie sich jetzt wirklich vor mich hin, um mit mir zu reden? Es ist schon eine Woche her, dass ich Lysander gesehen habe. Was ist mit ihm passiert? Lysander und du, ihr seht euch wirklich jede Woche? Natürlich. Er mag mich wirklich, jedenfalls mehr als dich. Es ist mir total egal. Lysander interessiert mich überhaupt nicht. Kein Grund, in so einem Ton zu sprechen. Wenn es das ist, was du glaubst, umso besser für dich. Das wird mich aber wundern. Pass auf, was du sagst! Du weißt nicht, wovon du sprichst. Ich glaube doch. Ich kenne ihn besser als du. Du willst es nicht wahrhaben, aber eines Tages wirst du es verstehen. Es ist eher so, dass du es nicht wahrhaben willst, aber ich werde nicht darauf bestehen. Sie ist wirklich flippig für ein Mädchen ihres Alters. Ja, und meine Frage?
Ich glaube nicht, dass Dysander etwas Besonderes passiert ist. Mir ist nichts Außergewöhnliches aufgefallen. Das beweist, dass du ihn überhaupt nicht kennst. Es ist etwas passiert. Ich fühle es. Na gut, da musst du ihn direkt selber fragen, weil ich überhaupt nicht auf dem Laufenden bin. Das Problem ist, dass er mir überhaupt nicht mehr über den Weg läuft. Und wenn's sein muss, werde ich Tag und Nacht vor seinem Haus auf ihn warten. Er müsste sich dann früher oder später mal blicken lassen. Oh mein Gott, sie ist verrückt. Also, viel Glück bei deinen Ermittlungen. Also, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich würde jetzt gerne nach Hause gehen. Gut, dann sehen wir uns bestimmt später. Ich hoffe nicht. Oh, Nina, ich ahne immer noch Eifersuchtsdramen, aber das werden wir auch noch weitersehen. Also, wie organisiert man dieses Picknick? Wie könnte ich Lysander einladen, ohne zu diskret zu sein? Und falls er mir absagt, dann werde ich nicht so gut dastehen. Es sieht doch ganz schön nach einer Verabredung aus. Aber gleichzeitig gefällt mir diese Idee ganz gut. Also gut, es ist entschieden. Morgen traue ich mich. Ich werde ganz schön nervös, nur wenn ich daran denke. Also, los geht's. Ein bisschen mehr Mut. Komm schon.